Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kühnes Farbfernsehen. Wir haben insgesamt schon die vierte Folge, oder das heute ist die vierte Folge. Unser Ziel war es ja immer, dass wir nicht nur PolitikerInnen interviewen, sondern auch mit Menschen aus der Gesellschaft sprechen. Und heute haben wir jemanden ganz Besonderes bei uns, den Thomas Götz. Den werden wir euch gleich noch vorstellen. Davor aber noch ganz kurz zu uns. Martin, stell dich doch mal, kurz vor, falls man dich noch nicht kennt. Also, ich bin Martin Schmidt, ich bin Co-Sprecher hier oder der männliche Teil des Sprecherduos der Grünen in Koblenz und wir machen jetzt schon, wie Alina sagte, unsere vierte Folge des Farbfernsehens und ich freue mich auch, dass wir jetzt heute so einen ganz besonderen, so einen ganz interessanten Gast haben und ich freue mich auch schon unglaublich auf diese Sendung. Genau. Dann, Thomas Götz, würde ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Professor und Doktor für mathematische Modellierung am Campus Koblenz der Universität Koblenz-Landau. Und Sie haben sich im Rahmen Ihrer Forschung mit mathematischen Modellen, vor allem damals mit der Ausbreitung des Dengue-Fiebers, beschäftigt und beschäftigen sich jetzt auch mit der mathematischen Modellierung der Corona-Krise. Und ich habe gesehen, dass Sie auch in der Rhein-Pfalz-Zeitung und in der Süddeutschen Zeitung dazu schon ein Interview gegeben haben. Finde ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Vielleicht habe ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen. Möchten Sie noch irgendwas zu der Vorstellung hinzufügen? Nee, also da kann ich nichts hinzufügen. Okay, ja, gut, dann würde ich sagen, dann fangen wir doch gleich thematisch an. Wir haben ja schon einige Fragen überlegt. Genau, heute ist es eigentlich vor allem um die Ausbreitung des Corona-Viruses gehen wollen, uns so ein bisschen die Statistiken anschauen, wo da die Fehler auch liegen könnten und das heute mal ein bisschen von mathematischer Sicht betrachten. Und heute geht es weniger um Parteipolitik, ist aber vielleicht mal umso spannender, mal einen anderen Blick zu wagen. Genau, und der Martin würde jetzt anfangen. Ja, also die erste Frage, die ich hätte, also Sie, nochmal um's zu erklären, also Sie nähern sich dem ganzen Thema, wie sich Pandemien verbreiten über die Mathematik. Sie sind ja Mathematiker und wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben das bis jetzt hauptsächlich am Dengue-Fieber gemacht, richtig, ne? Begegnet uns das ja ganz viel in der Presse. Es gibt viele Graphen, es gibt viele Statistiken, es wird mit Zahlen rumgeworfen, die Zahlen werden viel interpretiert. Das Erste, was immer auffällt, ist, dass zwei Quellen genannt werden, nämlich das Robert-Koch-Institut und John Hopkins-Universität. Und das sind immer unterschiedliche Zahlen. Können Sie uns erklären, wie das zustande kommt, dass das Robert-Koch-Institut immer eine andere Zahlendatengrundlage hat als eine Universität in den USA? Ja, also das ist eine Sache, die einen hier immer wieder umtreibt. So wie wir das bisher herausgefunden haben, liegen die Daten, die das Robert-Koch-Institut hat, zugrunde quasi die gesamte Meldekette. Das heißt, wenn ein Corona-Test durchgeführt wird und positiv beschieden wird, zum Beispiel hier in Koblenz, dann geht das erstmal ans Gesundheitsamt der Stadt Koblenz oder vom Landkreis Mayen-Koblenz. Dann wird das von dort weitergemeldet ans Gesundheitsministerium nach Mainz. Dort werden dann die Daten gesammelt und werden dann von dort aus, teilweise noch per Fax oder so, zum Robert-Koch-Institut gemeldet. Das heißt, da gibt es also einen gewissen zeitlichen Verzug dabei, bis diese Daten beim Robert-Koch-Institut ankommen. Jetzt veröffentlichen natürlich die Gesundheitsämter und auch das Ministerium in Mainz ihre eigenen Statistiken auf ihren Webseiten. Und was jetzt die John Hopkins Universität macht, ist, die greift diese Daten, die also von den Gesundheitsämtern und von den Landesgesundheitsministerien gemeldet werden, direkt ab und fügt die direkt in ihre Statistiken ein. Das heißt, die sind mit dem Einsammeln der Daten im Wesentlichen schneller als das Robert-Koch-Institut, bis das diese ganze Kaskade hinaufgelaufen ist. Also, und das erklärt dann einen gewissen zeitlichen Verzug von, ja, 2 Tagen, teilweise am Wochenende sogar ein bisschen mehr. Interessant ist, dass das Robert-Koch-Institut selber inzwischen auf die Daten von John Hopkins hinweist
und ja, darauf hinweist, dass die also etwas aktueller sind als die eigenen. Also das ist, glaube ich, einfach ein ja, Seiteneffekt der föderalen Struktur hier in Deutschland, die es in anderen Ländern, wenn man zum Beispiel sich anschaut, wie in Italien oder Frankreich die Daten gemeldet werden, die wesentlich zentralistischer organisiert sind, da gibt es diese Zwischenstrukturen anscheinend nicht. Also da stimmen die Daten eher überein. Also Sie sagen, also die Zahlen von John Hopkins, obwohl die das ja, naja, so Metadaten einsammeln, sind tatsächlich die besseren. Aber das sind dann schon harte Daten. Also die werden jetzt nicht irgendwie extrapoliert oder geglättet oder sowas, sondern das sind die Zahlen, die tatsächlich so einsammeln. Ja, also unseres Kenntnisstandes nach sind diese Daten schon valide. Also in dem Sinn, dass da nicht irgendwelche Daten aus der Luft gegriffen werden oder, sagen wir mal, Extrapolationen vorgenommen werden von den letzten Tagen, das einfach fortgeschrieben wird, sondern die werden wirklich eingesammelt und sobald die dort eintrudeln, werden die dann dort auch in die Statistik aufgenommen. Was ich jetzt nicht beantworten kann, ist natürlich die Frage, inwiefern diese Daten dort nochmal nachkontrolliert werden, weil es könnte natürlich immer mal wieder zu einem Übertragungsfehler kommen, dass da was weiß ich, auf einer Webseite vom Gesundheitsministerium in Mainz mal ein Zahlendreher drin ist, inwiefern der dann bei John Hopkins gegebenenfalls korrigiert wird, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Sie haben da schon einen interessanten Punkt, ein interessantes Stichwort genannt, und zwar andere Länder. Man sieht ja jetzt viel in den Zeitungen und in den Online-Medien, dass der Verlauf mit anderen Ländern verglichen werden. Und Sie haben ja gerade selber gesagt, da werden die Daten offensichtlich anders erhoben. Was mir persönlich auch aufgefallen ist, die Korrelation zwischen den gemeldeten Infizierten und den Getesteten klaffen weit auseinander. Inwieweit sind die Daten eigentlich seriös miteinander vergleichbar? Das ist eine wichtige Frage und diese Vergleichbarkeit ja, ist eigentlich so erstmal nicht gegeben. Entschuldigung, hier war gerade irgendwas, muss ich gerade mal ausmachen. Irgendwie war gerade der Bildschirm weg. Also inwiefern sind diese Daten vergleichbar zwischen den einzelnen Ländern? Das ist eigentlich so direkt nicht gegeben, weil quasi wie getestet wird und die Frequenz, mit der getestet wird, in den einzelnen Ländern sehr, sehr unterschiedlich ist. In Deutschland haben wir eigentlich vergleichsweise viele Tests durchgeführt. Also in der Woche werden hier ungefähr 300 bis fast 400.000 Tests durchgeführt in Deutschland. Und in anderen Ländern ist man da weit davon entfernt, teilweise wahrscheinlich, weil Laborkapazitäten fehlen oder Ähnliches. Und das andere ist auch die Frage, wer wird eigentlich getestet? In Italien war es gerade zu Anfang so, dass dort nur Personen mit wirklich schwerwiegenden Symptomen getestet wurden. Und das erklärt dann zum Beispiel auch, warum in Italien, wenn man sich mal die Anzahl der Sterbefälle anschaut, die dort um etliche Faktoren höher liegt als in Deutschland. Also Italien hat bei ungefähr gleicher Anzahl von Infizierten heutzutage ungefähr 17.000, 18.000 Tote zu beklagen, während es bei uns um die 2.000 sind. Das erklärt sich aber dadurch, dass in Italien wirklich nur die schwerwiegenden Fälle getestet wurden. Das heißt, also dort gibt es eine sehr große Anzahl von bislang ungetesteten Fällen. Kann man denn vielleicht gerade dazu, kann man denn sagen, dass die Sterberate, also wenn man jetzt diese ganzen Faktoren rausnimmt, die quasi eigentlich nicht valide sind, kann man denn sagen, dass die Sterberate überall ähnlich ist? Oder ist es tatsächlich so, dass in manchen Ländern die Sterberate höher ist und in anderen Ländern die Sterberate niedriger ist? Also wenn man diese ganzen unreinen Faktoren jetzt rausmachen würde. Also als Mathematiker kann ich auf diese Frage nur teilweise antworten, weil diese Sterberate natürlich einerseits auch durch die Qualität des medizinischen Systems beeinflusst wird. Das heißt also, welchen
Level an Unterstützung können wir in den Krankenhäusern geben. Und da würde ich jetzt mal denken, wenn ich zum Beispiel mal Deutschland und Frankreich vergleiche, dass dort die grundlegende Qualität des medizinischen Systems nicht so dramatisch unterschiedlich ist und insbesondere auch nicht so dramatisch unterschiedlich, dass sie die signifikanten Unterschiede bei den Sterberaten erklären kann. Zwischen den einzelnen Ländern wird es sicherlich Unterschiede geben, da ja die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass einerseits Vorerkrankungen das Ganze beeinflussen und das andere ist natürlich auch die Altersstruktur. Das heißt also, jüngere Personen haben ein signifikant niedrigeres Risiko, dort überhaupt Symptome zu zeigen oder auch entsprechend schwer zu erkranken. Und das heißt also, grundsätzlich sind Länder, die eine ältere Bevölkerung haben oder eine, die, sagen wir mal, grundsätzlich höheres Risiko an Vorerkrankungen hat, dort wahrscheinlich mit einer höheren Sterberate belegt. Jetzt wurden, glaube ich, gerade heute Daten veröffentlicht, die die Universität Bonn erhoben hat, im Landkreis Heinsberg, der also in Deutschland mit am stärksten betroffen war. Und dort wurde mal versucht, in diesem Landkreis einen repräsentativen Querschnitt durch die Bevölkerung zu testen. Was man natürlich in der ganzen Bundesrepublik bisher nicht machen kann, weil es wären zu viele Tests. Aber im Landkreis Heinsberg hat man das wohl gemacht und wenn ich das heute Morgen richtig gesehen habe, ich habe es noch nicht im Detail durchgelesen, allerdings auf den ersten Blick, ist es dort so, dass in dem gesamten Landkreis, man schätzt, dass bisher ungefähr ein Fünftel bis ein Zehntel der Bevölkerung diese Erkrankung schon hatte. Das heißt, da sind schon Antikörper vorhanden bei bis zu 10% oder vielleicht sogar etwas mehr als 10% der Bevölkerung. Und die letztendliche Sterberate dort liegt bei, zum Glück, ich glaube 0,4% ungefähr. Also doch sehr niedrig. Und da würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das, also wenn diese Zahlen stimmen, eine Sterberate ist, die wahrscheinlich für etliche europäische Länder ungefähr so übertragbar wäre. Und wenn man sich das jetzt überlegt und dann anschaut, und wie die Zahlen zum Beispiel in Italien oder in Spanien sind, wo wir eine Sterberate von astronomischen 10-15% haben, dann bedeutet das, dass dort im Wesentlichen eigentlich eine sehr hohe Dunkelziffer an Infektionen vorliegen muss, die dann aber alle wahrscheinlich relativ mild verlaufen sind, sodass diese Personen irgendwie durch das Raster gerutscht sind. Die sitzen also wahrscheinlich zu Hause in ihrer Heimquarantäne, haben vielleicht leichte Grippesymptome, Husten, Kopfschmerzen, Ähnliches, aber werden niemals getestet und tauchen von daher nicht in den offiziellen Statistiken auf. Mhm. Und etwas Ähnliches, denke ich, wird hier wahrscheinlich auch passieren. Mhm. Das soll jetzt keine Verharmlosung der ganzen Situation darstellen, aber das, denke ich, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, dass das hier wahrscheinlich ähnlich der Fall ist. Ja, okay. Das finde ich auf jeden Fall nochmal interessant. Jetzt haben Sie gerade so ein bisschen angesprochen, dass die offiziellen Zahlen eben nur einen Teil der Realität wiedergeben. Also, dass die tatsächliche Zahl der Infizierten wohl viel, viel höher ist. Ich habe jetzt mal gelesen, dass Sie in der Süddeutschen Zeitung mal gesagt haben, dass die tatsächliche Zahl der Infizierten wohl das Zehnfache beträgt. Vielleicht nochmal, wir haben jetzt so einige Faktoren schon angesprochen, aber vielleicht nochmal so komprimiert zusammengefasst. Warum ist es denn so, dass die tatsächlichen Zahlen so viel höher sind, die der Infizierten? Was sind da die Faktoren, die das beeinflussen? Also gut, die Faktoren, die das beeinflussen, sind natürlich darin begründet, dass man nicht die gesamte Bevölkerung testen kann. Das heißt, es werden ja sehr viele Personen einfach überhaupt nicht getestet. Und da wir inzwischen, sagen wir mal, der Ausbruch so weit fortgeschritten ist, dass sich Infektionsketten auch nicht mehr zurückverfolgen lassen. Das heißt, ich kann gar nicht mehr die Kontaktpersonen alle nachverfolgen und die dann lückenlos testen. Das heißt, das Virus schwirrt jetzt frei in der Bevölkerung herum. Und diese Schätzung von 10% basiert im Wesentlichen darauf, dass man sich anschaut, naja, die einzige halbwegs verlässliche Zahl, die man hat, sind eigentlich nicht die registrierten Infektionen, sondern die Sterbefälle. Wobei man da auch drüber streiten muss,
woran ist jetzt letztendlich jemand gestorben und habe ich wirklich alle Sterbefälle erfasst? Aber gut, wenn man sich mal auf diese Sterbezahlen konzentriert, und dann darf man die eigentlich nicht in Relation setzen zu den aktuell heute registrierten Infektionen, sondern da muss man berücksichtigen, dass natürlich ein gewisser Zeitverzug da ist. Jemand, der heute an Corona stirbt, hat sich vor 10 bis 14 Tagen infiziert. Und wenn man dann sich mal eine Sterberate hernimmt, das war für die Schätzung für die Süddeutsche, hatten wir damals die Zahlen genommen, die man zum Beispiel aus China kennt. Und dann kann man natürlich hochrechnen, wenn zu einem gewissen Zeitpunkt so und so viele Personen gestorben sind, dann müssen 14 Tage vorher schon so und so viel infiziert gewesen sein. Und wenn man das zurückrechnet, dann kommt man darauf, dass da die Zahlen ja tendenziell um Größenordnung Faktor 10 größer sein müssen als das, was die offizielle Statistik ausweist. Vielleicht nochmal ganz konkret, wie rechnet man dann hoch? Weil ich habe irgendwie gelesen, dass man dann irgendwie, wie gesagt, die Sterberate nimmt, also die Sterblichkeit, dass die bei 1% liegt, dann man nimmt irgendwie an, auf einen Todesfall kommen 100 Infizierte, dann rechnet man noch irgendwie mit der Verdopplungsrate. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu kompliziert ist, aber vielleicht nochmal so kurz zusammengefasst, möglichst einfach, wie man das hoch. Also, wenn wir da jetzt von ausgehen, und dass wir eine Sterberate von 1% haben. Und in Deutschland haben wir, damit es einfach bleibt, sagen wir mal, bis heute 2000 Tote. Das heißt, und ich habe einen Zeitverzug, sagen wir mal, von 10 Tagen, da müssen vor 10 Tagen schon 200.000 Personen mit Corona infiziert gewesen sein. Weil diese, die vor den 10 Tagen infiziert waren, die tauchen bis heute in der Statistik auf. Ja, das heißt, also, man hätte von vor 10 Tagen, also Ende März, eine Zahl von ungefähr 200.000 Infizierten gehabt. Ende März waren wir aber noch bei wahrscheinlich so um die 50.000. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber... Ich glaube, sowas habe ich auch gelesen, ja. Also wenn wir da bei 50.000 sind, das heißt, da hätten wir also eine Dunkelziffer von ungefähr Faktor 4. So von der Größenordnung her. Sie sprechen da was sehr Interessantes an. Also, weil ich hatte es schon erwähnt, man sieht diese vielen Statistiken, die sind auch nicht ganz trivial, weil die Datengrundlage sehr vieldimensional ist. Und auf einmal müssen sich jede Bürgerin und Bürger damit beschäftigen oder tun das zumindest. Wie ist Ihr Eindruck, was jetzt in der öffentlichen Darstellung, was die öffentliche Darstellung anbelangt, wie gut wird das erklärt, wie gut sind die Daten aufbereitet? Dieser eine Punkt, den Sie angesprochen haben, dass eben die tagesaktuellen Todeszahlen mit den tagesaktuellen infizierten Meldungen, die aber effektiv 9 Tage und mehr älter sind, in einem Graph gezeichnet werden oder dass zum Beispiel die Graphen logarithmisch sind, was für den wissenschaftlichen Gebrauch absolut sinnvoll ist, aber für den Otto-Normalverbraucher oder Verbraucherin alles andere als intuitiv ist. Sind Ihnen da auch richtige Fehler aufgefallen oder zumindest, dass das unglückliche Darstellungen sind, die man so eigentlich nicht machen könnte? Also grobe Fehler, würde ich jetzt mal sagen, sind mir bisher nicht aufgefallen. Natürlich ist diese Tatsache, dass die Infektionszahlen und die Sterbezahlen da im Wesentlichen in einen Graphen gebracht werden und dann quasi so getan wird, als könnte man die auf einer tagesgenauen Basis vergleichen. Das ist etwas, was ja einen auf die falsche Fährte bringt. Dass die Daten dann logarithmisch dargestellt werden, das ist vielleicht für jemanden, der sich da in der Mathematik nicht so auskennt, erstmal sehr ungewohnt. Es hat aber den Vorteil, dass man hier das Abflachen der Kurve und den Effekt der Maßnahmen, die jetzt eingeleitet wurden, erst in dieser Darstellung sieht. Weil wenn man die Daten ganz normal sich darstellt, dann sieht man immer noch ein Wachstum. Und da kann ich, wenn ich das über die letzten 10, 14 Tage vergleiche, würde ich bei einer normalen Darstellung eigentlich nichts mehr sehen, weil dann die Kurve einfach
im Wesentlichen weiterhin explodiert. Die Gefahr bei dieser logarithmischen Darstellung ist natürlich, dass die das Ganze etwas verharmlost, weil dann schaut das Ganze wiederum aus wie ein wohlbekanntes lineares Wachstum und das ist bei weitem nicht mehr so dramatisch. Ja. Also das ist das Problem. In Wirklichkeit geht die Kurve halt durch die Decke, aber in der logarithmischen Darstellung ist sie halt im Wesentlichen gerade und selbst wenn wir jetzt die Maßnahmen mit den Kontaktbeschränkungen haben, dann flacht sich die Kurve natürlich etwas ab, aber sie steigt halt weiterhin an. Ja, also mir ist auch zum Beispiel aufgefallen, dass es Graphen gibt, wo dann in einer Reihe die absolute Zunahme pro Tag in einem Balkendiagramm dargestellt wird. Da entsteht natürlich so eine Kurve, die jetzt mittlerweile wie in einer Gaußschen Normalverteilung aussieht und einfach suggeriert, es geht wieder bergauf oder bergab, je nachdem, wie man sieht. Letztendlich zeigt dieser Graph ja nur, dass diese exponentielle Kurve ein bisschen flacher wird, aber nicht, dass wir da prinzipiell auf einem guten Weg sind, beziehungsweise da über den Berg sind. Finde ich ein bisschen unseriös, aber ich fürchte, da kann man nichts machen. Noch so ein anderes Thema, was man so hört, also es hat ja so Hotspots gegeben. Sie haben Heinsberg erwähnt, dann hört man noch Ischgl, dann die Lombardei als Ganzes. Also in Ischgl war es wohl so ein Barkeeper, was man so hört. In Heinsberg war es irgendwie eine Karnevalssitzung. In der Lombardei hat man so ein Fußballspiel im Verdacht. Sind solche Events, wo das dann auf einmal, also ich weiß nicht, ob das ein Fachbegriff ist, aber im Grunde sind das ja so Knoten, stelle ich mir vor. Ist sowas für so einen Seuchenverlauf typisch? Kommt sowas vor und kann man das in so Modellen abbilden? Oder macht das noch komplizierter und unklarer letztendlich? Typisch sind solche Hotspots, solche Superspreader, also solche Personen, die da jetzt plötzlich extrem viele andere anstecken. Das hat man sehr häufig, weil gerade wenn man irgendwelche Veranstaltungen hat, wo sehr viele Personen zusammenkommen, auf sehr engem Raum, und wenn ich da natürlich einen Infizierten habe, dann hat der natürlich eine wunderbare Chance da, extrem viele Personen gleichzeitig innerhalb kürzester Zeit anzustecken und dann dass sich dann das Virus wunderbar verbreitet. Und für die mathematische Modellierung, ja, man kann so etwas einbauen. Da ist allerdings das Problem natürlich immer, dass solche Ereignisse sehr zufällig passieren. Das heißt, da passiert das dann mal auf einer Karnevalsfeier, und wenn man sich jetzt noch überlegt, naja gut, das ist so quasi ganz zu Anfang dieses gesamten Ausbruchs hier in Deutschland passiert in Heinsberg. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass auf einer Karnevalsfeier da jemand wirklich infiziert ist, die ist relativ gering. Aber wenn halt ein Infizierter da ist, dann hat der halt auf der Karnevalsfeier ohne weiteres die Chance, gleich mal 50 oder 100 Personen, wenn es schlecht läuft, zu infizieren. Und wenn die sich dann entsprechend verteilen über den ganzen Kreis, dann gerät so ein Treiben natürlich sehr schnell außerhalb jeglicher Kontrolle. Das hat man auch gemerkt. Man hat natürlich zu Anfang versucht, in Heinsberg dort diese ganzen Kontakte zurückzuverfolgen. Wer war jetzt auf dieser Karnevalssitzung? Aber da kam dann relativ schnell raus, wenn das dann mal 300, 400 Leute sind und sie haben dann nur einen Verzug von 4, 5 Tagen, bis sie das alles nachvollzogen haben, ja, aber dann haben diese 300, 400 Leute natürlich in diesen 4, 5 Tagen auch entsprechend weiter sich unter die Leute gemischt. Und dann ist natürlich jegliche Rückverfolgung ausgeschlossen. Also, das ist schon ein typisches Verhalten. Jetzt war das ja nicht die einzige Karnevalssitzung in Deutschland, sondern eine von vielen Zehntausenden. Ischgl ist auch der einzige Skiort in den Alpen und es gab auch in Italien viele Fußballspiele. Ja. Wie kommt das zustande, dass es genau diese eine Karnevalssitzung war und dieser eine Skiort und in anderen Ligen nicht? Also
dass es diese eine Karnevalssitzung war, naja gut, das liegt einfach wahrscheinlich daran, dass halt gerade auf dieser einen Karnevalssitzung zum Anfang halt das Pech war, dass dort jemand eine infizierte Person war. Dasselbe haben sie bei diesen überhaupt ersten Fällen in Deutschland, die bei Webasto in München aufgetaucht sind, dass dort halt, wie viele Firmen in Deutschland haben jetzt Kontakt und Meetings mit Gästen aus China oder aus dem südostasiatischen Raum? Und das war halt gerade mal bei Webasto dann wohl der Fall gewesen, dass die halt unglücklicherweise jemanden hatten, der infiziert war und dann natürlich quasi das gesamte Meeting angesteckt hat. Mit den Skiorten, da ist es ja inzwischen so weit, dass man dort herausgefunden hat, dass es unglücklicherweise, Ischgl steht zwar immer in der Presse, aber es ist also auch noch in mehreren Orten dort aufgetaucht. Das liegt aber sicherlich daran, dass wir da im gesamten Zeitverlauf schon etwas später waren. Also Heinsberg, diese Karnevalsveranstaltung, da reden wir ja über den Zeitraum Mitte Februar. Das heißt, da gab es insgesamt in Europa noch relativ wenig Fälle. Während das Ganze, als das in Nischgl sich ausgebreitet hat, das war dann Anfang März, da war das Ganze also schon wesentlich breiter verteilt gewesen. Das heißt, da war eigentlich die Chance, dass so etwas passiert, dass sich dann in irgendeiner Abwehrschi-Lokal dort dann das Ganze exponentiell ausbreitet, schon wesentlich höher gewesen. Jetzt nochmal ein bisschen einen Schritt zurück. Also Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit dem Verlauf von Pandemien. Jetzt haben Sie natürlich in Zukunft, also ich nehme an, dass Sie sich natürlich darüber freuen, passiert, aber Sie werden jetzt natürlich in Zukunft dann eine fantastische Datengrundlage haben und beobachten das, der Mathematiker in Ihnen beobachtet das natürlich sehr interessiert, nehme ich an. Ist das ein relativ typischer Verlauf für eine Pandemie gewesen, also eine richtige Blaupause, oder hat Sie da was überrascht, auch dadurch, dass es jetzt andere Daten gibt? Was sagen Sie? Also eigentlich muss man sagen, ist das eine typische Blaupause. Es tritt irgendwo in der Welt auf und die Verbreitung weltweit geschieht eigentlich extrem schnell. Dadurch, dass wir inzwischen alle so gut vernetzt sind, Sie können innerhalb von einem Tag von jedem Punkt der Welt an jeden anderen gelangen und das machen auch genügend Menschen. Das heißt, da sind die Verbreitungswege eigentlich entsprechend schnell. Dann auch diese was auf eine Blaupause passt, ist, dass man natürlich vor Ort es vielleicht auch noch relativ zügig geschafft hat, versucht hat, das einzuhegen, aber dass man weltweit das erstmal so nicht wahrhaben wollte. Das ist eigentlich etwas, was typisch ist, was einen nicht überrascht, andererseits gleichzeitig doch wieder überrascht, weil dass diese Szenarien existieren, war lange Zeit bekannt. Und interessant ist dabei noch, dass es im Bundestag gab es eine entsprechende Notiz, wo so ein Szenario schon mal geschildert wurde, im Jahr, ich glaube 2012, 2013. Das war quasi so ungefähr 10 Jahre, nachdem wir diesen ersten SARS-Ausbruch in auch wiederum Südostasien hatten, der damals ja im Wesentlichen von alleine verschwunden ist, aus Gründen, die mir jetzt nicht bekannt sind. Allerdings ist da das Virus, hat sich da also nicht so dramatisch weiter verbreitet. Es hat in Südostasien sich verbreitet, aber nicht in Europa. Allerdings hatte man das damals in Europa zumindest die Katastrophenschutzbehörden zum Anlass genommen, sich über solche Szenarien Gedanken zu machen. Und das heißt, da gab es eine Blaupause dafür in etlichen Ländern. Konsequenzen wurden daraus keine gezogen. Während man andererseits natürlich bei ähnlichen Ausbrüchen, zum Beispiel vor 5, 6 Jahren, als Ebola in Westafrika ausgebrochen ist, da hatte man das Ganze schon relativ gut auf dem Schirm gehabt und da hat man versucht, also die paar Fälle, die nach Europa eingeschleppt wurden, möglichst schnell zu isolieren und hat das Ganze auch unter Kontrolle bekommen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass natürlich Ebola irgendwie so ein Wort ist, was dann direkt den Schrecken auslöst,
während dieses SARS und so weiter, also das ist, naja, im Wesentlichen eine schwere Grippe. Das klingt vielleicht erstmal noch nicht so dramatisch. Aber im Wesentlichen, denke ich, ist dieser Ausbruch hier, so traurig es ist, eine klassische Blaupause, wie so eine Epidemie abläuft und sich dann zu einer weltweiten Pandemie ausbreitet, wo inzwischen ja das ganze Leben weltweit stillsteht. Martin, hast du noch eine Frage oder soll ich? Nein, du darfst gerne, Alina. Okay. Aber ich habe eine Frage und ich weiß gar nicht, ob man die stellen darf. Aber ich mache es einfach trotzdem. Ich weiß nämlich wirklich nicht, ob Sie dafür überhaupt zuständig sind. Aber jetzt haben wir ja so einen exponentiellen Anstieg, haben wir jetzt ja schon öfters darüber geredet, und dass es quasi eine Glockenform gibt, bla bla bla. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, machen Sie denn auch Modelle, um quasi vorauszusagen, wie lange das Ganze noch gehen wird oder wann wir so einen Peak erreichen werden, oder sind Sie gar nicht dafür zuständig? Also natürlich können wir mit unseren Modellen untersuchen, was passiert, wenn wir diese Epidemie mit, sagen wir mal, auf dem jetzigen Standpunkt weiter fortschreiten oder weiter fortschreiben. Und dann ist es natürlich so, dass das Wachstum erstmal weitergeht und erst dann zum Erliegen kommt, wenn ein genügend großer Anteil der Bevölkerung diese Erkrankung schon mal gesehen hat und dagegen dann immun geworden ist. Und wenn man sich das anschaut, dann wird dieser Zeitpunkt hier in Deutschland, in Europa, irgendwann in der drittes Quartal, mal grob geschätzt, passieren. Das hängt jetzt davon ab, wie stark man diese Social Distancing-Maßnahmen weiter laufen lässt. Und weil da ist natürlich auch die Sache, wenn ich die jetzt zurückfahre, steigt natürlich die Chance für erneute Infektionen an. Das heißt, da könnte sich dann diese Ausbreitung der Krankheit wieder beschleunigen etwas. Und das können wir natürlich schon versuchen vorherzusagen. Immer unter der Maßgabe natürlich, was würde passieren, wenn es so weiterginge, wie es bisher passiert ist. Und da treffen Sie quasi jetzt die Aussage drittes Quartal, wenn wir jetzt weiter. Also da würde ich mal davon ausgehen, also Ende Sommer, Anfang Herbst würde ich damit rechnen, dass das dann ungefähr passieren müsste. Und wie gesagt, das hängt immer davon ab, auch welche Möglichkeiten jetzt die Medizin bietet. Also von dem Impfstoff will ich nicht reden, weil der, bis der auf einer entsprechenden Größenordnung verfügbar ist, da redet man über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr. Die Frage ist natürlich, welche Behandlungsmöglichkeiten hat man vorher? Das heißt, also, wie erfinderisch sind jetzt die Pharmazeutiker, die Mediziner, um Möglichkeiten zu finden, um gerade die schwerwiegenden Krankheitsverläufe leichter in den Griff zu bekommen. Das spielt dann natürlich auch nochmal eine Rolle. Aber ich finde schon mal cool, jetzt haben wir auf jeden Fall meine Zahlen. Ich bin ja immer ein Fan von Zahlen, aber ich weiß, dass da manche nicht so cool finden, weil man da immer so Prognosen jetzt trifft, ja, bei der Corona-Krise. Genau. Martin, hast du noch irgendeine Frage? Sonst sind wir, glaube ich, am Ende. Nee, also ich glaube, das war jetzt auch schon wahnsinnig viel Input und vermutlich könnte man jetzt auch noch stundenlang da ins Detail gehen, aber ich fand das unglaublich interessant und das waren jetzt auch mal, weil der Unterschied war ja immer so, bis jetzt in den Medien wurde das immer, sind es natürlich naheliegenderweise Mediziner, die darüber reden. Gut, jetzt sind die jetzt in Sachen Statistik auch durchaus geübt, insbesondere wenn es Virologen sind, aber das jetzt nochmal ganz komplett aus einer mathematischen Sicht zu sehen, das fand ich jetzt extrem interessant und will mich da ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das war, glaube ich, jetzt auch mal eine richtig interessante und gute Folge Grünes Farbfernsehen. Schön, dass wir Sie dabei haben durften. Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank. Also ich fand es auch sehr interessant und man merkt auf jeden Fall, Statistik ist auch teilweise nicht so einfach. Gerade in der Uni auch so ein Kurs, da verzweifle ich ein bisschen, aber ist ja gut, wenn sich so Expertinnen damit beschäftigen. Genau. Haben wir noch irgendwelche abschließenden Worte? Nee. Ja, bleiben Sie gesund. Danke, Sie auch. Eben. Und dann wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und hoffentlich sehen wir uns morgen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich recht herzlich. Ja, danke schön. Ja, zu danken.